denke jetzt nicht, der Bundestrainer ruft an, wenn es vielleicht bei Ihnen anrufen würde, wäre die Assoziation ein bisschen anders. Ich denke halt, der Jogi ruft an. Ist dann halt nochmal. Ja, es war relativ schnell, dann sind wir halt zum Thema gekommen, um was es ging, warum er dann im Wesentlichen angerufen hat, und dann haben wir uns unterhalten. Und dass der Matthias als U21-Spieler, der gesetzt ist, dann für eine Berufung irgendwann in Frage kommt, das habe ich schon sehr gehofft, dass er irgendwann mal eine Berufung bekommt und dass er Nationalspieler wird. Vielleicht talentierter als der eine oder andere, der in der Fußballschule war. Diese vielleicht die 2-3%, und da fehlen ja immer noch die anderen 97, und da kommen ein paar andere Sachen dazu. Aber enorm an sich gearbeitet. Immer wieder. Das war immer erkennbar. Aber das haben wir alle gesehen. Wir haben immer Sitzungen am Montag gehabt und wir reden ja immer. Und auch wenn er noch nicht bei der A-Jugend war, haben wir gesagt, also damals Gindes, es wäre schon wie soll ich sagen, unsere Arbeit sollte dann schon so sein, dass zum Beispiel der Gindes, wenn er gesund bleibt, da drüben spielt, haben wir gesagt, in der Fußballschule da drüben, dass er dort ankommt. Das war dann schon mit 16 unser großes Ziel, bei allen anderen auch, aber bei ihm hat man gesehen, er ist ja dann gewachsen, und dann meine Statur und dann natürlich der Fleiß. Spielverständnis, auch dieser enorme Ehrgeiz. Ja. Das ist halt bei vielen. Viele, das sind sehr, sehr ehrgeizig. Und manche kriegen es halt zum Beispiel auch dann halt nicht ganz mit körperlich und so und sind trotzdem sehr ehrgeizig. Die schaffen es nicht in der Bundesliga. Auch, das gibt es auch. Die sind genauso ehrgeizig wie er. Aber er hat ein paar Voraussetzungen gehabt, auch körperlich und auch im Verständnis vom Spiel. Und dann aber kam halt dazu, dass er diesen enormen Ehrgeiz hatte.